Hallo! Ungewohnte Bilder, oder? Die Sonne scheint. Wir haben Januar, den wievielten haben wir heute eigentlich? Den 27. Januar. Und wir haben hier strahlenden Sonnenschein am wunderschönen Rhein. Wo stehen wir? Wir stehen heute in Osterspey. Grund des Aufenthalts ist, hier gibt es seit September letzten Jahres einen neuen Stellplatz. Und den wollen wir euch jetzt zeigen. Nur reicht das so? Nee, der wird schon ein bisschen mehr. Also in gewohnter Art und Weise werden wir euch den Stellplatz natürlich jetzt wieder detailliert zeigen und nicht wie Alfred es gerne hätte, vielleicht was kürzer. Außerdem scheint die Sonne, das hat er ja gerne. Und die Umgebung zeigen wir euch wieder in gewohnter Art und Weise in dem separaten Video dazu. Also kommt mit, wir gehen mal rüber. Wir stehen heute auf dem Multifunktionsparkplatz Rhein ins Leben in Osterspey, habe ich euch ja schon gesagt. Der Platz ist videoüberwacht, entstand oder wurde fertiggestellt September 2023, verfügt über 17 Plätze für Wohnmobile und Kastenwagen, die ich euch gleich detailliert zeige. Und als Multifunktionsparkplatz darfst du hier auch mit Krafträdern, PKWs oder einem Reisebus stehen. Ansonsten, Platzordnung heißt, zwischen 22 und 6 Uhr ist das Befahren und des Platzes verboten. Also ihr müsst vorher ankommen und nach 6 Uhr abreisen. Es dürfen keine Wohnwagen, LKWs oder Gespanne hier abgestellt werden. Aber ansonsten dürfen Durchreisende hier auch entsorgen, wenn sie es möchten, gegen entsprechende Gebühr. Zeigen wir alles. Ihr kommt auf den Platz gefahren. Der Platz liegt direkt am Rhein. Im hinteren Bereich hinter mir haben wir den Ort Osterspey mit einem schönen historischen Ortskern. Und bekannt ist Osterspey auch für seinen Langhals-Wanderweg. Das ist der nette Kerl, der da auf dem Schild, nämlich im Campingstuhl saß. Der Untergrund der Fahrrinne ist gepflastert und ansonsten steht ihr hier auf Rasengittersteinen. Mit dem Wohnmobil habt ihr dann auch noch einen Rasenstreifen dabei. Hier vorne, die Buchten sind für PKWs, sowie auch auf dieser Seite hier wir den PKW-Parkbereich haben. Also wolltet ihr mal hierher kommen und nur wandern, könnt ihr das mit dem PKW machen und den Platz hier entsprechend belegen. Auch für PKW gibt es dann auch eine separate Parkgebühr. Dann haben wir hier in der Mitte diesen großen geteerten Bereich, nicht geteerten, gepflasterten Bereich. Der ist für Reisebusse, wobei ich denke fast, mehr als einen Reisebus kriegst du da auch schon gar nicht hin. Maximal zwei. Genau. Und ansonsten machen wir gerade mal einen kurzen Schwenk über den Platz, bevor ich euch die anderen Sachen erkläre. Gerade erfolgt hinten eine Anmeldung, müssen wir jetzt erst was anderes zeigen. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr herkommt, dass euch bewusst ist, da vorne geht die B42, die ab 4 Uhr heute Morgen relativ gut befahren war. Es kommt vom Ortsausgang auch noch hier diese Landstraße runter und hinten, hinter der Landstraße, ist noch die Bahntrasse, in der nachts Güterbahnverkehr ist, und diese niedliche Dorfkirche hat ein reges Eigenleben. Bim bam. Bim bam, zu jeder vollen Stunde. Und der Witz ist, tagsüber hält die Klappe. Die muss schlafen. Ich habe heute Nacht jede Stunde gezählt. Also ich bin ja mega empfindlich bei Störgeräuschen. Und Straße hat jetzt nicht ganz so gestört. Ich war nur wach, dann hörst du, dass ab 4 Uhr mehr Autos fahren. Die Züge waren nicht ohne und wie gesagt, Meister Glocke da oben, Bruder Jakob, also der war schon irre. Um 12 Uhr heute Mittag wurden, glaube ich, die Glocken poliert. Auf jeden Fall hat sie nicht geläutet. So, Anmeldung ist noch nicht erfolgt, dann
Jetzt kommt der Schrotthändler. Hat der GEMA Gebühren? Nee, ne? Dann gehen wir in den äußeren Bereich und zeige ich euch die Anmeldung und die Entsorgung gleich. Dann fangen wir jetzt mal mit den Plätzen an. Fangen wir direkt mit der Nummer 1 an. Euer Gefährt steht auf durchgehend Rasengittersteinen. Angegeben ist das bis zu einer Wohnmobillänge von 8 Metern. Ansonsten steht das Wörtchen hinten raus. Was je nachdem, wer um die Kurve fährt, wenn es ein größeres Gefährt ist, hier gerade in den Eckbereichen ein bisschen eng werden könnte. Normalerweise, wenn ich reinfahre und den Rhein sehen möchte, stehe ich so rum, dann ist das noch mal eine Grünfläche, die zu meinem Wohnmobil dazugehört. Entsprechend könnt ihr das noch nutzen, um eure Tisch und Stühle hinzustellen. Aber nur, wenn du auf dem Parkplatz stehst. Aber wir haben festgestellt, das kommt nicht ganz so hin. Und hier haben wir eine kleine Kritik an den Konstrukteur des Platzes, weil normalerweise, wenn jeder der 17 Plätze hier einen Grünstreifen haben möchte, musst du rückwärts reinfahren. Ansonsten hast du nämlich da hinten, in den einigen Bereichen sind Hecken gepflanzt, kommst du gerade mal so, dass du die Tür so viel aufmachen kannst, dass du durchgehen kannst. Da kommst du definitiv nicht weiter mit einer Markise. Das zeigen wir euch auch gleich. Es gibt entsprechend Stromsäulen, die aber über eine Mastersäule mit Geld gespeist werden. Befüllt die Mastersäule, die zeige ich euch gleich. Danach könnt ihr dann hier euren Stecker in die Steckdose stecken. Es sind in der Regel 2 bis 3, das ist unterschiedlich, bei uns hinten sind 3 Steckdosen dann an den Säulen, die hier indirekt beleuchtet sind mit dieser kleinen Lampe. Der Platz selber. Da stehen Zahlen drauf. Das ist für 1, das ist für 2. Und hinten die Säulen, das sind 3 Steckdosen. Ja. Alfred sieht so manches, was ich nicht sehe. Ist ja auch gut so. An sich, der Platz ist beleuchtet mit orangem Licht in diesen historisch anmutenden, dezenten Laternen. War wirklich sehr angenehm. Im mittleren Bereich befindet sich ein überdachter Pavillon, der eigentlich auch beleuchtet sein soll in den Abendstunden. Es sind auch mehrere Lichterketten drin. War gestern Abend nicht der Fall. Vielleicht nur in den Sommermonaten. Kann ich mir vorstellen, dass das super aussieht. Aber im Moment, glaube ich, werden die Picknicktische ja auch weniger genutzt. Genau hier ist die Stelle, was ich meine. Ist ein bisschen schmal oder falsch geplant, weil die Hecke hätte hier rüber gemusst. Hätte weiter rüber gemusst. Und so bist du ja quasi gezwungen, rückwärts einzuparken. Hast dann die Sicht da vorne auf die Häuserreihe und der Burg Lieben irgendwas. Ist nicht so ideal durchgedacht. So, kleine Korrektur. Wir haben ja davon gesprochen, dass das hier eine Fehlplanung ist. Ich habe heute mit dem Bürgermeister gesprochen, der war zufällig hier. Und er sagt auch, sagt er, der Herr, der das hier geplant hat, hat gedacht, die würden alle rückwärts einparken. Sagt er, was ja Schwachsinn ist, man will ja den Rhein sehen. Und demzufolge wird das auf jeden Fall geändert, sprich auf die andere Seite gesetzt. Und bezüglich der Forschen hier, die haben hier 2 Meter aufgefüllt. Und trotz Verdichtung bei den ganzen Rehen, ist das schlecht, wenn man da drüber fährt. Das wird noch mal rausgeholt. Da kommen, ich weiß nicht in welcher Tiefe, auf jeden Fall Betonplatten rein. Oder so Gittersteine, damit das versickern kann. Und dann kommt da eine Schicht Erde und Gras drauf. Sodass das dann nicht mehr so extrem aussieht wie da vorne. Ich weiß nicht, wie man mittendrin so eine Forsche fahren kann. Okay, das wollte ich euch nur noch mitteilen. Hier haben wir die Mastersäule für die Stromversorgung. Hier werbt ihr euer Geld rein. Chef sagt jetzt, was es kostet. Bei Strom bin ich raus. Ich sehe das nicht, das blendet mich nämlich. Zuerst mal wählt ihr hier eure Platznummer und dann Kilowattstunde 70 Cent. Geld rein, alles gut. Abgesichert ist es mit, kann ich auch nicht lesen.
Hier sind die Sicherungen, die ist verblombt, aber ich weiß nicht, mit wie viel Ampere es abgesichert ist. Du kannst es auch mit dem Handy bezahlen, ne? Also das kann man auch. Auch nicht lesen. Wir haben hier auch ich denke aber mal 16 Ampere. Mit dem QR-Code Handy Pay. Ne? Also ihr müsstet jetzt nicht die abgezählten Cents haben. Ihr könnt auch die App installieren, hier für Android und für iPhone, beide Möglichkeiten. Ihr könnt per App und bezahlen. Okay, ansonsten nimmt er die üblichen Münzen, Scheine gehen natürlich nicht. Dann gehen wir mal weiter und zeigen euch ja, die Müllentsorgung. Recht einfach gehalten, es gibt drei dieser Mülltonnen, in denen ihr ungetrennt eure Mülltüten entsorgen könnt. Okay, ist was drin, aber ist ja auch nicht voll. Wir standen ja bis heute Morgen nur zu zweit hier, mittlerweile mit drei Wohnmobile. Da sind wir auch schon in dem Pavillon mit einem niedlichen Picknicktisch, Bänken und einer Liege. Wobei, die Abstände kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber ich kann sie ein- und ausschalten, ne? Da ist ein Schalter dran. Kann das sein? Müsste über Solar laufen. Ne, das ist doch ein Schalter, oder bin ich doof? No, da ist ein Stecker. Der ist nicht drin. Ah, Stecker ist nicht drin. Geheimnis gelüftet. Okay. Dann gibt es direkt daneben diese Infowand. Ihr habt auf dem Platz gratis WLAN. Der WLAN-Kon mit dem Passwort ist hier ausgeschildert. Ansonsten gibt es hier noch mal wichtige Adressen, Möglichkeiten, wo ihr einkehren könnt, einen kurzen Plan vom Ort, dann nochmal den Hinweis, auch immer mit dem QR-Code für den Wanderweg, den Langhalswanderweg und auch nochmal eine Preisinformation in verschiedenen Sprachen hier zum Stellplatz, der pro Wohnmobil für 24 Stunden 13 Euro kostet, egal wie viele Personen ihr im Wohnmobil habt. Nach der klassischen 24-Stunden-Methode, wenn ich komme, darf ich 24 Stunden stehen bleiben und muss auch nicht früher abreisen. Ihr bekommt, wenn ihr bezahlt habt, eine Quittung, die ihr sichtbar in der Windschutzscheibe oder im Seitenfenster eben wieder aufhängt. Und ansonsten habt ihr, sage ich auch gleich am Bezahlautomat, hier die Möglichkeit mit den gängigen Karten, Kreditkarten oder Münzen zu zahlen. Ansonsten Strom haben wir gesagt, 70 Cent per App oder per Münzen. Dann habt ihr noch gleich dann entsprechend hinten das Wasser, das erklären wir gleich. Und solltet ihr als Durchreisenden die Entsorgung hier nutzen wollen, kostet es 2 Euro Gebühr. Jetzt gehen wir noch, achso, habe ich ganz vergessen, hier noch eine Broschüre zum Langhalswanderweg. Den Namen kriege ich echt nicht raus. Und hier gibt es niedliche Aufkleber zum Stellplatz. Also wenn ihr sagt, ich will das mal verewigen auf meinem Wohnmobil, dass ich schon mal da war, könnt ihr euch hier kostenfrei den Aufkleber mitnehmen. Und ansonsten ja, gibt es im Ort noch einen Dorfladen. Da könnt ihr am Vortag Brötchen bestellen und dann am nächsten Morgen abholen. Dazu braucht ihr nur da hinten den kleinen Weg durchgehen und dann kommt ihr auch schon zum Dorfladen. Wie viele Meter es genau sind, weiß ich nicht, aber wir werden gleich da auf jeden Fall noch hingehen und schaut das andere Video noch, was wir hier zum Ort und der Umgebung machen. Da werden wir das Geheimnis lüften. Hier könnt ihr dann euren Obolus für Pkw bzw. Wohnmobil entrichten. Und zwar bezahlst du mit dem Wohnmobil, wie gesagt, 13 Euro pro Tag, darfst bis zu 7 Tage hier stehen, kannst du nachher dann durch die Plusfunktion auch auswählen oder mit dem Pkw 5 Euro und den darfst du auch sogar 7 Tage hier stehen lassen. Ich drücke auf die blaue Taste auf dem Plus. Dann sagt er bitte warten. Und dann sagt er 13 Euro, weil jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Er ist automatisch auf Wohnmobil eingestellt. Bin ich mit dem Pkw hier, muss ich den Tarif wechseln, indem ich die gelbe Taste drücke und dann sagt er dir, dass du 5 Euro zahlst. Jetzt will ich aber noch ein paar Tage bleiben.
Ne, bis zum 28. wäre bis morgen. Montag habe ich noch frei, ich gehe nicht arbeiten. Dann drücke ich Plus und dann, oh, dann sagt er 26 Euro. Und wenn ich den grünen Button drücke, sagt er, bitte Geld einwerfen oder EC-Karte vorlegen. Haben wir ja schon gemacht. Also drücke ich jetzt auf Abbrechen, dann kommt hier unser Schnibbelchen raus, unser Beleg, den du dann sichtbar in dein Fenster hängst. Ja, alles klar. Okay, das war der Bezahlvorgang. Jetzt könnt ihr mir zusehen, wie ich mich entspannt zurücklehne und zuschaue, wie die Abonnentenzahlen hochgehen, weil ihr gerade ein Abo für uns da lasst. Ich sag schon mal Danke, ne? Oh, auf Instagram hast du dich auch noch direkt hinterher angemeldet. Super, da bist du ja auch immer direkt am Zahn der Zeit, wo wir uns so gerade so rumtreiben, ne? Wie hier jetzt in Osterspei. Nichts verpasst du. Du weißt ja schon dann quasi, welches Video als nächstes kommt. Vielleicht planst du ja auch deine Reise dahin und dann bist du schon ganz versessen drauf zu gucken, wie es da aussieht, weil wir es dir vorher zeigen werden. Und wenn du dann auch noch die Glocke abonnierst, nee, klickst, ich sag das immer falsch, ja, das wisst ihr ja, ne? Dann wirst du auch per YouTube vorher noch informiert, was bei uns wieder Neues hochgeladen wird. Ich sage an der Stelle Danke fürs Abo und fürs Instagram-Liken. Und auf Facebook findet ihr mich natürlich auch, aber das wisst ihr ja alles schon. Okay, machen wir weiter mit dem Stellplatz. Auf der Seite haben wir die Stellplätze für die Kastenwagen. Sie sind ca. 50 cm kürzer als die auf der anderen Seite. Also, wenn ihr mit dem Kastenwagen kommt, fahrt hier hin, damit die etwas größeren sich dann vorne hinstellen können. Weil hier kriegen die echt den Popo sonst rasiert. Dann haben wir jetzt noch die Entsorgung. Wir haben hier einen einfachen, ausreichenden Bodeneinlass, wo ihr einfach nur drüber fahren braucht und entsprechend den Abwasserhahn von eurem Mobil öffnet. Eingelassener Gulli, kann man sich drüber streiten, muss der so nah da dran sein. Ich hätte einen Meter rüber gesetzt, finde ich ein bisschen zu eng, je nachdem. Aber du willst, musst ja auch nicht mittig mit dem Mobil da drüber. Na, nicht mit jedem. Ne, also wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Hier in bester Manier, schön säuberlich getrennt, Chemietoilettenentleerung und Frischwasser. Zapfstelle. Es sind noch kleine Wassermengen möglich. 7 Liter gibt es für 10 Cent, entsprechend in dem Turnus 2 Euro für 140 Liter hochgestaffelt. Geld einwerfen und schon entsprechend kommt das Wasser. Wollt ihr euer Mobil komplett befüllen, dann den entsprechenden Anschluss und Schlauch mitnehmen. Daneben dann entsprechend die bekannte Säule, die ihr kennt, für die Chemietoilettenentleerung, ne? Plöpp, kommt das Spülwasser, das ihr dann umspülen könnt und dann pscht, unter der Klappe ist dann der Rest versteckt. Kennt ihr ja und findet man auf den meisten Plätzen. Ja, das ist dann soweit alles zum Platz. Wir haben hier hinten nochmal Sitzmöglichkeiten und Wege, die einmal zum Friedhof gehen oder da vorne in den Ort. Dann sind wir schon durch. Ich habe noch nie ein Fazit vor der Chemietoilettenentleerung gemacht. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich will nämlich nicht weiterlaufen. Wir haben uns heute Morgen total verquatscht. Und ich will nämlich jetzt noch in den Ort. Da kommt wieder Moni. Wir kriegen Verstärkung. Und von daher sage ich, guter Platz. Wenn man sowas öfters hätte, wären wir Camper mega zufrieden. Aber wie gesagt, ich würde das verbessern mit der Hecke und der Markise im Weg oder andersrum, die Hecke ist der Markise im Weg. Ansonsten super, mehr braucht man nicht, wir brauchen kein Sanitärgebäude, haben wir alles mit, wir brauchen Wasser, was wir holen können, wir brauchen es, wo wir es wegbringen können und alles andere, vielleicht noch Strom und Sonne. Sonne. Und dafür ist die Gegend hier bekannt. Kommt her und genießt ein paar schöne Stunden. Macht's gut, bis dann. Ciao.